Und damit herzlich willkommen zum ersten Q&A hier auf meinem Kanal. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum und starten mit der ersten Frage von Toki. Und die Frage heißt, welche Gen magst du am meisten? Und das war für mich relativ einfach, weil schlussendlich gibt es zwei, drei Gens, die da in Frage kommen würden. Das ist einmal Gen Nummer 8, weil wir einfach super viel Zeit damit verbracht haben, zu Shiny Hunten. Wir haben die ersten Videos hier aufgenommen auf der Gen. Aber auch den Gen 9, welche wir ja immer noch spielen, obwohl sie gar nicht so cool ist, weil einfach kein Content da ist. Aber vielleicht bringen die DLCs da ja ein bisschen Schwung rein. Aber ihr habt es vielleicht schon irgendwo mitbekommen, dass ich Gen 4 ganz cool finde. Und genau das ist es auch. Es ist Gen 4. Gen 4 ist meine Lieblings-Gen. Aber die Frage von Toki hier war ja so auch eine sehr, sehr basicte Frage. Und dann kommen wir auch schon zu Frage Nummer 2 von Lenny. Ich schätze, es ist schon vorbei. Nein, es ist noch nicht vorbei. Ihr konntet bis gestern noch die Fragen einreichen. Aber ich werde auf jeden Fall im nächsten Monat, irgendwann werde ich auf jeden Fall noch ein Q&A vorbereiten und dann könnt ihr wieder Fragen stellen. Ich sage euch natürlich früh genug Bescheid. Ich weiß noch nicht, ob ich das in einem Monat oder zwei Monats Zyklus hier machen werde. Aber zurück zur Frage, was war dein erstes Videospiel? Da musste ich echt ein bisschen überlegen, weil schlussendlich habe ich so mit meinen Eltern so ein bisschen gedaddelt, so auf dem N64, aber auch auf dem GameCube ein, zwei Spiele. Aber mein erstes Spiel dürfte hier Mario 64 sein, auf dem DS, denke ich zumindest. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass mein erstes PlayStation-Spiel, das dürfte Super Sonic Unleashed oder sowas müsste das heißen. Ich bin mir da aber leider nicht ganz so sicher. Kommen wir auch schon zur dritten und vierten Frage, denn D2V6D fragt hier gleich zwei Pokémon-Fragen. Sehr interessant. Zum einen, was ist dein Lieblings-Pokémon-Spiel? Und da würde ich euch einfach kurz zu einem anderen Video leiten, weil genau diese Frage habe ich bereits beantwortet in einem separaten Video in einer Tierlist. Ich verlinke sie einfach mal oben im i oder unten in der Beschreibung. Einfach mal vorbeischauen. Ist ein gutes Video, dementsprechend auch da gerne reinschauen. Und die zweite Frage ist, was ist dein Lieblings-Pokémon? Und auch die Frage, ja, dazu habe ich jetzt kein Video gemacht, muss ich dazu sagen. Aber schlussendlich gibt es darüber auch ein Video hier auf dem Kanal. Ne? Ihr wisst es vielleicht, es schmückt auch das Profilbild dieses Kanals. Es ist das wunderschönste Pokémon, das es auf diesem Planeten gibt, in der Pokémon-Welt und auch bei uns auf der Welt. Es ist das wunderschöne Luxtra. Das Elektromon, ich mag es einfach wirklich, wirklich sehr. Das Einzige, was ich wirklich daran auszusetzen habe, ist, dass es kein Elektro-Unlichtmon ist. Aber das wäre auch einfach super, super geil. Man kann nicht alles haben. Schade eigentlich. Aber mit der Terra-Kristallisierung, die wir jetzt in Gen 9 bekommen haben, kann man es ja zu einem Unlichtmon machen. Und dementsprechend bin ich da super, super zufrieden mit. Dann kommen wir auch schon zur Frage Nummer 5. Und ehrlich gesagt, da musste ich wirklich überlegen, denn Toki stellt hier die Frage, welche Pokémon-Story fandest du am besten? Gute Frage. Gute Frage, wirklich gute Frage, denn die hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich bin so die einzelnen Gens durchgegangen, und das, genau das tun wir jetzt auch. Gen 1 und Gen 2, ist Team Rocket, die da ein bisschen Halligalli machen und ein bisschen sagen, ja, wir wollen die Welt erobern. Schlussendlich gibt es keine konkreten Pläne, sie sagen es nur und machen nicht wirklich was. Sie sind einfach das böse Team, so in die Richtung, weißt du? Also, meiner Meinung nach, nicht so geil. Gen 3 hat ein Riesenproblem. Das ist nämlich der Typenvorteil von Team Aqua gegenüber Team Magma. Weil Groudon hat einfach einen riesen Nachteil gegen Kyogre und dementsprechend braucht auch diese Story sich einfach, muss sich hinten anstellen, muss ich einfach mal so sagen. Gen 4 wiederum, muss ich sagen, Team Galactic hat Pläne. Team Galactic hat sie auch eigentlich umgesetzt mit der roten Kette. Team Galactic war kurz davor, die Welt zu zerstören und aus der Asche eine neue auferstehen zu lassen. Genau das, was sie wollen. Dementsprechend würde ich diese Story auf jeden Fall sehr hochhängen, weil auch das böse Team wirklich böse ist und da auch irgendwas dahinter ist, weißt du? Gen 5, muss ich sagen, hat mit N und der Krönung eins der schönsten Bilder gezeichnet, die Pokémon je gesehen hat.
Dementsprechend, auch die Story finde ich super geil mit N, mit Getsis und ganz Team Blasma finde ich einfach super, super nice. Ich weiß aber nicht, ob das reicht, um Gen 4 zu verdrängen, aber dazu kommen wir gleich noch. Dann Gen 6 habe ich leider nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, um was es in dieser Gen geht, wirklich nicht. Aber gut, das müsst ihr mal unten in der Kommentarleiste erklären. Um was geht es in Gen Nummer 6? Was ist die Story in Gen 6, in X und Y? Haut mal raus. Ich brauche da Informationen. Gen 7, ja gut, mit Inselwanderschaft und der Ultraporten. Fand ich persönlich jetzt nicht so geil. Also würde ich sogar noch unter Gen 3 setzen. Aber gut, da ist halt eben meine Präferenz. Gen 8 wiederum fand ich sehr interessant. Wegen der Energiekrise und so kann man eigentlich so 1:1 so auf unsere echte Welt ummünzen. Und auch da gibt es ja auch in Anführungszeichen Bösewichte, die da auch was dagegen machen wollen. Nur halt eben vielleicht meistens nicht so gut unterwegs sind. Blöd nur, dass diese Story ein bisschen zu kurz kommt. Ich finde wirklich, Gen 8 hat eine gute Story. Würde ich auf Platz 4 hängen. Aber es kommt halt eben einfach viel zu kurz, weil schlussendlich kriegt man einfach nur mit, dass die Energiekrise da ist. Dann kämpft man gegen Ross, ist das glaube ich, also der Ligaleiter. Und dann ist das auch eigentlich schon wieder rum und man hat Schildrich und Schwerdian oder wie die Räume heißen an sich. So, das war halt eben die Story. Und das ist innerhalb von 5 Spielminuten ist das komplett abgesahnt. Und das ist doof. Das finde ich wirklich doof. Dann haben wir Gen Nummer 9 und Gen 9 wäre eine so, so gute Story gewesen, wenn da nicht Team Star gewesen wäre. Also nur hier mit Manfistiso, wie auch immer das Pokémon heißt, und den Arenen, ich nehm's wirklich. Aber Team Star, ne? Team Star macht alles kaputt. Alles, wirklich. Ich kapiere nicht, wie man diese Story da reinbauen kann. Die Team Star hat mir diese Gen komplett kaputt gemacht eigentlich. Also auf Platz 4 würde ich Gen 9 sagen, mit Karmesin und Purpur. Auf Gen Nummer 8, dann auf Platz Nummer 3. Und Platz 1 und 2 würde ich sagen, könnt ihr unten in der Kommentarleiste einfach mal ausfüllen. Platz 1 würde ich sagen persönlich, Gen 4 und dann Gen 5 auf Platz 2. Aber ich weiß, dass ganz viele Gen 5 Lieblinge hier unter euch sind. Deswegen auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Und damit kommen wir auch schon zu Frage Nummer 6 und das ist die zweite Frage hier von Toki. Und er stellt die Frage, welches legendäre Pokémon findest du am besten? Gut, das ist relativ einfach, glaube ich. Jeder, der den Kanal schon ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich ziemlich lange an einem Pokémon-Shiny-Hunt festgehangen habe. Und ich glaube, ich hätte den Pokémon-Shiny-Hunt nicht so durchgezogen, wenn das nicht einfach das Lieblings-Pokémon gewesen wäre. Also das ist mein Lieblings-legendäres Pokémon. Und das ist Dialga. Ja, Rayquaza und Shiny finde ich auch sehr, sehr geil. Aber schlussendlich ist es Dialga. Weil es einfach, ich finde es einfach geil. Ey, das Zeit-Pokémon. Ohne dieses Pokémon kann es keine Zeit geben. Und das finde ich halt eben super geil. Ich mag das Pokémon wirklich, wirklich sehr. Nicht nur wegen der Story an sich, also nicht nur wegen dem Pokémon an sich, sondern auch wegen den Storys, die es darum gibt. Zum Beispiel in Pokémon Mystery Dungeon, ich weiß ganz woher, was es ist, Erkundungsteam Zeit, glaube ich, ist es sogar, wo es gegen das Schattendialga geht. Ich mag Schattendialga einfach, es ist unglaublich geil. Also Schattendialga ist eines der geilsten Pokémon, die es gibt. Ich finde es schade, dass es das nicht zu fangen gibt. Aber ja gut, ich mag es wirklich sehr und dementsprechend ist hier meine Antwort Dialga. Kommen wir zu den nächsten beiden Fragen. Ich weiß gar nicht mehr, was es für eine Frage jetzt mittlerweile ist. 7 und 8, glaube ich, bin mir nicht sicher. Aber ich sag euch, wie es ist. Das ist einmal eine random Frage, die machen wir nach der Pokémon-Frage. Das ist jetzt die längste Pokémon-Frage, glaube ich, weil ich einfach jetzt ziemlich viel aufzählen werde. Denn die Frage ist, was ist dein Favorite-Pokémon aus jeder Gen? Und das heißt, wir zählen natürlich wieder alle Gens auf und fangen mit natürlich Gen Nummer Uno an. Und in Gen Nummer 1 ist es Gyarados. Ich finde Gyarados ein super, super geiles Pokémon. Das Einzige, was Gyarados fehlt, ist, glaube ich, der Drachentyp. Aber ich glaube, darüber müssen wir nicht reden, weil das einfach eine riesen Seeschlange ist. What the fuck? Wieso hat das Ding nicht den Drachentyp?
Gen Nummer 2 war relativ schwer für mich, weil erst ehrlich gesagt wusste ich gerade nicht, was in Gen 2 so ist, so was für Pokémon gibt es da. Und dann ist mir eingefallen, warte, Quiekel ist Gen Nummer 2. Und ihr wisst vielleicht, wenn ihr im Stream dabei seid, jeder, der in den Stream reinkommt, hat erstmal beim Stream-Avatar das gute Quiekel, weil ich Quiekel einfach super süß finde. Dementsprechend Gen Nummer 2 Quiekel, Gen Nummer 3 ist Metacross, Gen 4 logisch, dass es Luxtra ist. Gen 5 musste ich mir echt überlegen, aber schlussendlich Zoroark oder Zoroark. Zoroark entweder weil es süß ist und Zoroark, weil es super, super kräftig und geil aussieht. Da weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich es handhaben werde. Obwohl ich sagen muss, Hisui, Zoroark und Zoroark finde ich doch immer noch mal einen Ticken geiler. Gen Nummer 6 musste ich echt überlegen, aber Pampam finde ich schon mega, mega süß. Ansonsten würde ich da Yveltal nehmen. Yveltal ein super, super geiles Pokémon. Gen Nummer 7 musste ich auch ein bisschen überlegen. Mir ist dann aber eingefallen, dass Mimikma Gen Nummer 7 ist. Dementsprechend Mimikma. Gen Nummer 8 hatte ich wirklich meine Probleme und habe mich zwischen Humanoid und Katapultra entschieden. Und da relativ viele Leute sagen, dass Katapultra hier das Lieblings-Pokémon ist, nehme ich Humanoid. Und Gen Nummer 9, ja gut, wir haben es im Team und es war auch schon relativ klar, dass ich es in mein Team aufnehmen werde. Es ist Gruff und Friedwurf. Friedwurf einfach wegen einer super geilen Attacke. Also letzte Ehre ist eine super, super nice Attacke. Und Gruff, weil es einfach super süß aussieht und wie man es fangen kann, halt eben, dass man da so ein kleines Kreuz auf der Map sieht. Auch super geil. Ich mag das Pokémon, dementsprechend Gen 9, Gruff und Friedwurf. Und zu deiner letzten Frage, ob ich Geschwister habe. Ja, ich habe einen kleinen Bruder. Okay, so klein ist er auch wieder nicht. Ist nur 2 Jahre jünger als ich, ist mittlerweile genauso groß. Aber ja, ich habe einen kleinen Bruder, der die Leidenschaft von Pokémon mit mir teilt, was ich natürlich super geil finde, weil ihr wisst es selbst, Pokédex kriegt man nicht so einfach voll, wenn man nur ein Pokémon-Spiel hat. Wir haben es immer so geregelt, dass ich zum Beispiel Diamant kriege und er dann Pearl oder ich Schild, er Schwert, ich Purpur, er Kamsin. Das hat immer so recht gut funktioniert und dementsprechend haben wir das auch bis heute halt eben so durchgezogen. Er spielt heute noch Pokémon, mit mir natürlich auch zusammen. Er sammelt genauso wie ich ein bisschen TCG, jetzt nicht mehr so ultra viel. Ich bin da schon eher drin im TCG, aber er macht doch immer mal so ein bisschen, was ich auch ganz schön finde. Also ich habe einen kleinen Bruder, der auch die Leidenschaft Pokémon mit mir teilt. Dementsprechend würde ich euch einfach zum nächsten Video schicken, das wäre nämlich die Tierlist von den Pokémon-Spielen, die ich gerade eben auch schon angesprochen habe. Viel Spaß auf jeden Fall mit dem Video. Bis dann, auf Wiedersehen und ciao.